So, ich bin jetzt da mit einer ganz wertvollen Fracht am Nachhausefahren. Und zwar habe ich einen jungen Weimaraner bei mir, der diesen Frühling die VJP gemacht hat. Und der kommt zu uns eine Woche in die Pension. Frauchen geht in Urlaub und wir dürfen da wurden gebeten, mit ihm auch zu arbeiten. Hallo Gabi! Hallo Ueli! Liebe Kamerafrau! Und übrigens hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit unserem süßen Weimaranerpurzel, das mir anvertraut wurde. Und meiner Wenigkeit Ueli Bertschi. Ja, wir wollen euch heute diesen Weimaraner zeigen, wie er bei uns ankommt, die Hundepension. Und wir wurden gebeten, doch das eine und das andere Mal mit ihm zu arbeiten. Machen wir natürlich ganz, ganz gerne. Ja, ich bin ja so gespannt auf ihn und ich kann mir es nicht verkneifen, das eine und das andere jetzt schon zu machen, wenn wir kurz nachdem, dass wir nach zu Hause angekommen sind. Ja, super. Ja, zuerst ein bisschen bestechen, gell? Aber nicht lang schnacken und los geht's. Also ich glaube, zu Beginn, ich muss nur mal gucken, was ich da alles bei mir habe. Zu Beginn möchte ich ja herausfinden, was er schon alles kann. Er hat die Jugendsuche hinter sich. Uiuiui, habe ich aber irgendwas, alles Kraut und drüben bei mir in der Hasentasche da. Komm. Mal herausfinden, was er alles so auf dem Kasten hat, wie er funktioniert, wie er zu handeln ist. Der Hund kommt bei mir ins Training, beziehungsweise Frauchen und Hund kommen zu mir in die Kurse. Deshalb kennen wir uns schon ein bisschen da, aber ich führe natürlich den Hund dort nicht, sondern ich coache die Leute und mehr nicht. Also versuche ich jetzt einmal, so, wie er auf mich anspricht, was er mit mir machen will. Und ich mache es halt jetzt schon zu Beginn mit der Schleppleine, so dass ich da, wie man das schon kennt von unseren Filmchen zum Teil, das ist so eine Übungsstrategie, dass der Hund mir folgt. Wow, super, tipptopp. Ohne dass ich da unglaublichen Aufwand betreiben muss. Wow, das finde ich aber cool. Super. Jetzt kürze ich mal. So auf. Wow, super. Das ist aber cool. So. Ja, gut. Komm hier. Super, wow, du bist der gut. Oh, komm hier. Ja, es geht schon. So. Da, Panne. Super. Komm, Fuß. Wow, das ist ja cool. Fuß. Hey. Super. Fuß. So, tipptopp. Und probiere mit ihm so ein bisschen am Fuß zu laufen. Das schaut gar nicht schlecht aus. Ja, gefällt mir unglaublich gut. Er ist unglaublich bereit, mit mir zu arbeiten. Bereit zu arbeiten und sehr kooperativ. Gefällt mir unglaublich gut. Kein Drang nach vorne.
will mit mir arbeiten. Wow, super. Oh, das ist ja cool. So. Ja. So, ich bin da voll mit getrockneten Lungenstückchen. Anscheinend liebt er die über alles, merke ich. Ja, und jetzt, ich mache halt einfach jetzt mutig das Experiment. Oh, wie das ausschaut mit dem Knut, was er da drauf hat. Der Gerechtigkeitshalber mache ich es mal hier vom Stand aus. Wow, super. Da. So, der Griff ist geil. Gefällt mir. Mann. Purzel. Yeah, super, tiptop. Ich kann ihn sogar mit dem Goodie locken, dass er mich anguckt. Finde ich super. Wow, super. Hast du das nicht gerne auf dem Kopf, gell? Ja, das predige ich auch immer. Man sollte das gar nicht zu viel machen. Wow, super. Ganz schön ruhiger Griff. Wenn das auch so ist beim Auslegen, beim Apportieren, dann wow, dann Hut ab. Ja, und jetzt, das ist so das Gefährlichste an der ganzen Geschichte. Wenn man anfasst, Gegendruck gibt, dass der Hund dann schon das Gefühl hat, das könnte der Ausbefehl sein. Aus, wow. Oh, du bist ja super, super sensationell. Lago mio, du. Oh, da können wir ja schon das geilste Experiment machen. Wow. Dann machen wir doch die Schleppleine weg. Wow. Super. So. Die brauchen wir ja gar nicht mehr im Augenblick. So. Wollen wir mal gucken, ob er so auf Zerspiele auch anspringt? Ah, jawohl, oh, super. Super, ah, das ist cool. Das gefällt mir natürlich auch ganz, ganz gut. Das ist immer so, wow. Gerade wenn der Griff nicht so korrekt ist wie jetzt hier bei diesem Hund, kann man da sehr viel rausbügeln. Hey, hey. Oh, super, oh, super, 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 super. Und der Hund kann Stressabbau machen, wird belohnt hier mit Bewegung und eben mit dem Greifen, mit dem Beißen. Hier darf er sich jetzt mal richtig, darf er die Sau rauslassen, finde ich geil. Aus. Geil, super. Wow, du bist ja anständig. Super. So. Ja, da muss ich sagen, ganz cooler Hund, gefällt mir. Frauchen hat da auch bis jetzt absolut das Richtige gemacht. Man sieht, die arbeitet wie wild mit dem Hund, sonst wäre das nicht so, warte. Wie so. Wild und er ist trotzdem ruhig. Wie? Sie arbeitet mit ihm wie wild, aber er ist trotzdem ruhig. Ja, so, ja, das ist halt jetzt dein Problem. Genau, dass du jetzt so doof seitwärts sitzen musst, aber manchmal ist es so im Leben, genau, aber der bleibt und das gefällt mir. Und jetzt kommt eigentlich die schwierigste Schwierigkeitsphase überhaupt, dass da alles noch klappt. So. Hey? Ja. Genau, das war jetzt ein Künstlerfehler von ihm. Der Rest war so geil, dass ich hier jetzt mit einem kleinen Korrekturschrei da mit dem Hey das schon wieder ausbügeln konnte. Und er merkte auch, dass das nicht richtig war. Also lasse ich voll gelten. Ich bin beeindruckt. Der ruhige Griff gefällt mir unglaublich gut. So, die Augen sind noch ein bisschen so am Flackern, dass beweist, dass es ihn anstrengt, einen ruhigen Griff zu halten. Das ist eher noch lobenswert, dann erst recht. Und jetzt will ich das von vorhin, dass das nicht mehr passiert, wenn ich ihn angreife oder wenn ich das Stück greife, dass er nicht rausspuckt, ist super genial.
raus. Wow! Und er arbeitet sich wunderschön raus. Oh, du bist ja so gut. So schlau. Du bist ja so genial. Wow, das ist ja geil. Komm, Fuß. So. Ja, jetzt wollen wir es aber richtig wissen. Warte. Weil vorher das Runterplumpsen vergessen wir. Blatt umblättern kann dem besten Hund mal passieren. Ja, und er hat das aber selber schön wieder aufgenommen. Ja, genau, genau. Ob schon das Ablegen, da wollte er wirklich einen kurzen Moment, habe ich das Gefühl gehabt, wie er spielen hätte spielen wollen. So. Ja, das habe ich hier durch die Kamera aber nicht so. Ja, vielleicht sieht man es dann im Film noch ein bisschen besser. Wir schneiden das auch nicht weg, weil es interessiert uns ja selber und für euch soll es ja auch ein Lernprozess sein. So, der Hund. Hey, hey! Das ist verboten. Da einfach aufstehen und gucken gehen oder was? Oh, das wäre ja strengstens verboten, sowas. So. Und man muss bedenken, dass. So, super, wow. Das hat mir zu Beginn nicht so gut gefallen, weil es so spielerisch das Aufnehmen, oh, lala, im tiefen Gras, aber es sind natürlich auch Grashalme dazwischen, noch ein bisschen aufwerfen, aber ja, mit dem Anschimpfen und so habe ich es dann wieder auf die Reihe gekriegt. Also eigentlich zuletzt doch gut, aber das dort unten noch nicht ganz. Ja. So, ich brav. Ja, du hast ja noch immer Gras im Fang. Super gewesen, bravo. Aber eben, was ich vorher noch sagen wollte, man muss bedenken, ich sage ja sicher auch nicht ganz die Kommandos gleich und die gleichen Kommandos. Das macht es sicher für den Hund auch schwieriger. Er will aber glänzen. Oh, und ich will das Beißwürstchen da suchen. Ha, super, haha. Ja, zur Belohnung, weil das wirklich trotz allem, ja, ich mache jetzt das nochmal auf dem Asphalt, zum Gucken, ob das ein Missverständnis war da. So, sitz, warte. So, und man bedenke, ich habe den Hund mitgenommen, abgeholt dort, aus dem Auto genommen und mache jetzt hier einfach Hundearbeit. Hundearbeit mit einem in Anführungsstrichen fremden Hund, der mich zwar von den Hundekursen kennt. Wow, super. So, ich brauche. Aber mehr nicht. Also, wir müssen einander ja auch kennenlernen, verstehen lernen und übrigens. Schleich mal, Gabi, hier zu uns und mach eine Aufnahme von dieser Linde dort auf der Anhöhe. Das sieht arschgeil aus. Sorry, meine Damen und Herren, aber es ist wirklich heiß. Und der Hund soll es aushalten. Und dann noch die Vogelstimmen dazu. Das ist eine Abendstimmung, gell? Super genial. So, jetzt spannen wir den Hund aber nicht mehr länger auf die Folter. Aber es musste jetzt unbedingt noch sein. Ja. Er hat jetzt irgendeinen anderen Plan. Er hat das Gefühl, du hast jetzt irgendwas gemacht, was auch noch ins Programm passt. Aber jetzt wird es ja richtig spannend. Das mache ich. Ganz was Schlimmes mit ihm. Bahne. Platz. Und jetzt hat er natürlich das Gefühl gehabt, er könne loslaufen. Und ich habe einen ganz anderen Befehl gegeben. Und er hat es eingehalten. Also ich bin schwerst beeindruckt von diesem jungen Rüden. Ah, das gefällt mir. Das sind
Hunde, die mir gefallen und ich kann, es ist für mich fast so wie irgendeine Seele von einem von meinen Weimaranen da wieder zurückgekehrt ist in Form von dir, du lustiger Purzel. Der will wirklich glänzen, der will arbeiten, der will es gut machen, das ist top. So, jetzt kommt die Wahrheit aus. Spiel oder greifen? Ja, gefällt. So. Jetzt hält er nicht ganz, ganz so schön. Ich hätte jetzt zwei Möglichkeiten, ihn zu verarschen, dass es ganz rausfällt, oder ihm zu helfen, dass er es besser halten kann. Und ich entscheide mich jetzt für das Zweite. Abort! Und das ist dann manchmal die Folge davon. So. Hey! Abort! Abort! Jawohl! So, ich brauche. So, dann ist nämlich er das Arsch. Wenn wer das Porzellan fallen, den Porzellan fallen lässt, ist das Arsch und nicht der, der befiehlt. Oh, hier eine Zecke. Die entsorgen wir auch noch gleich. Super genial. Wow, du bist so gut. Komm hier. So, ich brav. Wow, du bist so gut. Oh, du bist so gut. So gut, das ist noch das Blümchen von dir, wo rausgekehrt ist. Oh nein, du bist so lieb. Jetzt gibt's aber den Jackpot. Ja, wenn ich den finde, ich habe da eindeutig zu viel in meiner Hasentasche. Oh, das ist sicher spaßig hier. Oh la la. Wow. Da. Da. Du bist super, du bist super. So, ich bin auf Tiptop. Ja, jetzt kommt noch der finale Abschluss. Aus. Super. Und zwar habe ich da noch eine Taube. Oh, irgendwo auch noch versteckt in meiner Hasentasche. Ach, so. Wow, super. Aus. Oh, das ist aber schön. Und will mit der Taube noch das Experiment machen, ob es hier auch so schön funktioniert wie mit Knut. So. Und hier. Nein, komm. Super! Oh, ja, dann lassen wir halt das Arsch schräg, wenn es unbedingt sein muss. Oje, oje. Du bist ja genial. Der Rest ist aber top. Aus. Oh, ist brav. Wow, das ist gut. Tipptopp. Warte. So. Warte. Geil. So. Kommst du noch ein bisschen näher? Komm. Wow. So ist gut. Du bist so gut. Der ist super, hä? Ganz schön. Wie der das erarbeitet. Ich bin ja sowas von fasziniert. Das ist ein Schwachpunkt, das muss man vielleicht noch ein bisschen so mit der Führerin angucken. Die Hand, die kommt, ist für den Hund aus Befehl. Wenn ich hier greife, und ich muss mir das natürlich auch hinter die Ohren schreiben, dass ich daran denke, wenn ich greife hier, dass ich da sagen kann, tu das nicht. Aus, wow, du bist so gut, so gut. Oh, super. Komm, Fuss.
Fokus. Ja, ich könnte so mit ihm jetzt, weil sie mich gebeten hat, das eine und das andere zu erarbeiten, könnte ich noch so mit dem Placeboard die Positionen üben, dass die Positionen noch ein bisschen korrekter sind, gell, Gavilein? Ja, das wäre noch eine... Das Front, das Fuß, das wäre jetzt mit dem Schämelchen da noch eine Möglichkeit. Wenn... Du hast ihn ja noch ein paar Tage. Ich habe ihn ja noch ein paar Tage und wenn ihr noch Lust und Laune habt, dann machen wir auch darüber noch ein Filmchen, wie wir das noch, den Finish da noch ausbauen. Und was uns natürlich ganz fest interessiert, wie so die Frustrationstoleranz ist, so, wie zum Beispiel jetzt alleine bei uns zu sein, die Haltung im Freilauf, im Zwinger, bei uns zu Hause drin, ob er alleine sein kann, ob er umgehen kann mit anderen Hunden. Ja, da sind wir dann auch noch sehr gespannt. Wow, super! Ja, in dem Sinn, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß, wenn ihr das eine und das andere gesehen habt, wo ihr umsetzen könnt. Und macht's gut. Bleibt gesund und immer schön negativ. Tschüssi. Tschüss, macht's gut.